Wie entwickelst du deine Superkräfte? Herzlich willkommen zu dieser Fortsetzung zu meinem vorigen Video mit dem Titel Wie erfindest du deine Superkräfte? Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau es dir gerne an. Link ist in der Beschreibung oder auch im Nachspann. Also bleib dran, denn hier wirst du erfahren, was dein Selbstbewusstsein mit deinen Superkräften zu tun hat, beziehungsweise warum du Selbstbewusstsein brauchst, um deine Superkräfte erst zum Tragen zu bekommen und auch anwenden zu können, damit du das bekommst, was du eigentlich willst. Viele Menschen versuchen ja Dinge zu manifestieren, die sie unbedingt haben wollen. Sprich, es kommt aus dem Ego heraus, dass ich 10.000 Euro im Monat haben will, dass ich ein Haus haben will, dass ich einen neuen Partner haben will, bestimmte materielle Dinge auch vielleicht haben will, die ich mir einbilde. Was sie dafür tun ist, wenn du als Coach zum Beispiel unterwegs bist oder als Selbstständiger, du gehst raus, du machst Werbung für dein Angebot, du machst Posts, du schreibst die besten Artikel, haust die besten Videos raus und letztlich kommt aber nichts raus. Du bekommst keine Anfragen, Menschen ignorieren dich sogar, bringt dich nicht mehr ja, in die Schwünge, dadurch verlierst du auch an Konstanz, an Motivation und das alles nur, weil du nicht im Einklang bist. Wenn du nicht im Einklang bist mit deinen Worten, Aktionen und auch deiner Energie, sprich deine Gedanken, dann wird auch das Ergebnis nichts, dann kommt nichts dabei raus, weil deine Ausrichtung nicht genügend ist, um entsprechend Menschen anzuziehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du gibst alles in einen Post rein, du haust maximal Informationen rein und tust es aber mit dem Hintergedanken, dass du damit Geld verdienen willst, dass du damit einen Kunden gewinnen willst, dann bist du in der Mangelenergie. Die Vorstufe dazu ist, wenn du unbedingt was haben willst, ist es dann wirklich deins, was du haben willst. Das heißt, ist das, was du anziehen willst, wirklich deine Vision, die aus dem Herzen kommt? Ist es dein Traumwunsch, dein Wunschtraum? Ist es das wirklich, was du haben willst? Darum geht es nämlich. Und warum das bei meisten Menschen nicht klappt, weil sie diese innere Disharmonie haben, diese falsche Ausrichtung, die sie abbringt davon, ihren Erfolg zu bekommen, den sie dadurch generieren, dass sie wirklich bei sich sind, dass sie das tun, was sie aus dem Herzen machen wollen. Kurzes Beispiel von meiner Seite aus. Ich habe wie wild manifestiert. Ich habe alles getan, damit meine Ausrichtung, meine gedankliche Ausrichtung auf meine Ziele fixiert ist. Ich hab mich mit den Leuten umgeben, ob es Coaches sind, ob es mein persönliches Umfeld sind, die entsprechend auch den Erfolg haben wollen oder die den Erfolg schon haben. Ich hatte die Strategien von Millionären, die mir alles gegeben haben, damit ich auch Erfolg haben kann. Aber warum hat es letztlich nicht geklappt? Weil ich nicht bei mir bin, weil ich Dinge haben wollte, die eigentlich gar nicht zu mir gehören. Warum will ich Millionär werden, wenn ich gar keine Millionen brauche? Warum willst du ein Haus haben, das du gar nicht brauchst, weil du gerne in der Wohnung lebst oder im Campingwagen? Darum geht es in diesem Video, dass du rausfindest, und ich gebe dir gleich die Tipps dazu, wie du es schaffst, wirklich in diese Energie zu kommen, dass du dir maximal diese Superkräfte aus dir herausholst, indem du dieses Selbstbewusstsein entwickelst. Wie bekommst du diese Superkräfte aus deinem Bewusstsein heraus? Kurzes Beispiel noch, kürzlich bei einer Kundin. Da ging es darum, dass sie ihren Traummann in ihr Leben ziehen will. Dann habe ich sie gefragt, bist du schon bereit, dass du diesen Traummann empfangen kannst? Bist du schon die Person, bist du schon der Mensch, der diesen Traummann haben will? Und dann habe ich ihr gesagt, hier es sind ein paar Fragen, die du dir stellen darfst. Und habe das Ganze dann so aufgestellt, dass sie sich ihren Traummann vorstellt, was er alles für Eigenschaften haben soll, für Merkmale. Und bin dann mit der umgekehrten Psychologie daran gegangen und habe ihr gesagt, schau, du willst alles das von deinem Traummann, willst du alles haben. Du willst, dass er ordentlich ist, du willst, dass er aktiv ist, dass er mit dir bestimmte Unternehmungen macht, offenkundig ist, dass er wissbegierig ist und über alles reden kann, gelassen ist und ruhig. Und dann habe ich sie gefragt, bist du das eigentlich schon? Und dann war es eine Zeit lang still. Und dann hieß es, nee, bin ich noch nicht. Und dann geht es wieder um das Gesetz der Anziehung. Wie will ich jemanden anziehen oder irgendwas anziehen, was gar nicht zu mir passt, was noch gar nicht zu mir gehört? Also die Frage ist, passt es zu dir und gehört es zu dir? Und wenn es noch nicht zu dir gehört, wie kannst du es dir aneignen? Und wie du es alles testest, ist jetzt, indem du dir Fragen stellst. Die gebe ich dir jetzt mit. Die erste Frage, die du stellen solltest, besonders wenn es darum geht, jemanden anzuziehen, ob es jetzt Kunden sind oder ein Partner, ein Geschäftspartner, dann geht es darum,
Mehrwert zu geben. Es geht schon immer um die Frage Mehrwert, weil wenn wir da zurückdenken an unsere Zeit als Neandertaler in der frühen Geschichte der Menschheit, ging es darum, zur Gruppe dazugehörig zu sein oder anerkannt zu sein, wenn du Mehrwert bringst. Wenn du eine bestimmte Aufgabe verrichtest, die vielleicht andere nicht können, wenn du Probleme löst. Aber wenn du nur diese Schmarotzerrolle spielst, dann kann es sein, dass sich der Stamm irgendwann mal identifiziert als Schmarotzer oder derjenige, der nicht beisteuert zum Wohlbefinden der Gemeinschaft, und dann wirst du ausgestoßen. Und dieses Ausgestoßensein, dieses Alleinsein ist unsere Angst vor dem Tod, weil wir denken, wenn wir allein sind, dann überleben wir nicht. Also geht es darum zu sagen, welchen Mehrwert kann ich denn bringen in die Gruppe von Menschen, die zu mir gehören, die zu mir gehören sollen, damit sie auf mich aufmerksam werden, damit sie mich anerkennen als wertvolles Mitglied und als wertvolle Person, die in Zukunft als Coach, als Partner dienen kann. Das Zweite ist, bist du verdrahtet? Sprich, ist das, was du darstellst, ist es verdrahtet mit dem, was du fühlst? Wenn deine Gedanken und deine Gefühle nicht harmonisch sind, sprich, wenn du denkst, ich bin Millionär, fühlst dich aber arm, oder hast jedes Mal Bedenken, wenn du 1 Euro zu viel ausgibst oder nicht das günstigste Produkt kaufst, wie will das Universum, wie wollen andere Menschen dann über dich denken oder diese Energie ja verstärken, dass sie sagen, hey, du bist in der Fülle, also kriegst du auch mehr davon. Also es geht darum, wirklich zu verstehen, dass wenn du Reichtum anziehen willst, wenn du 10.000 Euro im Monat anziehen willst, wenn du mehr Kunden im Monat anziehen willst, dann darfst du dich schon fühlen, dann darfst du wissen, wer du bist und dass du es aus deinem Herzen heraus machst, was du tust. Sprich, bist du bereit auch für diesen Erfolg? Bist du bereit, das zu tun, was notwendig ist, um den Erfolg zu haben? Wenn du nicht motiviert bist, Mehrwert zu bringen, wir gehen wieder zurück auf die erste Folge, wenn du nicht organisiert bist, Mehrwert zu bringen, wenn du nicht organisiert bist und verschlampt und schlampig bist und deine Gedanken nicht sortieren kannst und kein ordentliches Gespräch mit Menschen aufziehen kannst, wie willst du dann, dass sich Menschen von dir angezogen fühlen? Dass sie sagen, der Typ da, der Mensch, der hat schon diese Klarheit, der weiß, was er will, der weiß, was er macht. Das möchte ich auch gerne erfahren. Also stell dir diese Frage, bist du bereit dafür, diese zusätzliche Energie, die du haben willst, auch anzuziehen? Dann geht es auch darum, bist du empfangsbereit fürs Geld? Wenn du, sagen wir mal, 10.000 Euro pro Monat bekommst, hast du dann schon eine Idee, weißt du dann schon, was du damit tust? Willst du es nur für dich ausgeben und lässt wieder dein Ego vor, was letztlich wieder eigentlich auch, ja, das Universum abschreckt und Menschen abschreckt, weil sie sich sagen, du machst das eigentlich nur für dich? Oder sagst du dir, ich sehe einen höheren Sinn in meiner Tätigkeit, in meinem Dasein, ich möchte damit andere bereichern, ich möchte zwar mir gewisse Grundbedürfnisse von mir befriedigen, damit ich ja auch entsprechenden Mehrwert rausgeben kann, darf es mir entsprechend gut gehen. Wenn ich nicht genügend Energie habe, kann ich hier keine Videos machen. Und du kannst es auch nicht, wenn du das Geld nicht fließen lässt, weil Geld ist eine Energie und Energie an sich will fließen. Also wenn du nicht bereit bist, Geld wieder weiter fließen zu lassen in positive, in gewinnbringende Dinge für andere auch, dann wird es zu größter Wahrscheinlichkeit nicht zu dir kommen. Letzter Punkt ist, hast du deine Probleme schon gelöst, beziehungsweise bist du dabei, deine Probleme zu lösen. Alles, was Geld angeht, wie schon gesagt, wenn du noch im Mangelgedenken bist, dann geht es darum, dein Geld-Mindset aufzupolieren. Zu schauen, wie kannst du dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen? Weil es gibt so viele Menschen da draußen, die haben ein super Produkt, können es aber nicht verkaufen und können der Menschheit so viel an Mehrwert geben, aber wissen nicht, wie sie es vermarkten sollen, wie sie es verkaufen sollen. Also schau dir das mal an. Was du da an deinem Verkaufsmindset, an deiner Präsentierbarkeit, was du da tun kannst. Wenn du am Ende deines Verkaufsgesprächs, beziehungsweise wenn du jemanden ja eins zu eins in einer Kommunikation, auf welche Art und Weise, schriftlich oder mündlich, involviert hast, bist du dann auch fähig, einen Preis zu nennen und einen entsprechenden Preis, der wertschätzend ist, der auch entsprechend das Engagement in der anderen Person weckt. Weil wenn du ständig nur daran interessiert bist oder in der Verpflichtung bist oder gezwungen bist eigentlich, die ganze Zeit Kunden zu finden, weil du es nicht geschafft hast, einen ordentlichen Preis zu nennen und du nur 100 Euro verlangst pro Coaching, dann ja, verbringst du die meiste Zeit damit, Neukunden zu gewinnen und dich weniger um deine Bestandskunden zu kümmern. Und die beste Werbung für dein Coaching-Angebot, für deine Hilfestellung
sind deine Bestandskunden, die dann Mund-zu-Mund-Bewerbung machen und Testimonials und so weiter. Und das zieht viel mehr, als wenn du Werbung schaltest oder Beiträge schreibst. Also, zusammengefasst, stell dir die richtigen Fragen, sei dir bewusst, ob du bereit bist, diesen Erfolg zu feiern. Und wenn du Ja-Antworten bekommst auf diese Fragen, dann bist du bereit und dann kannst du den Schritt weitergehen und dir sagen, jetzt kann ich meine Superkräfte wirklich verkörpern. Sei dir auch bewusst, dass es nicht jeder kann, sich neu zu erfinden, sich diese Fragen zu stellen und darauf wirklich ehrliche Antworten zu geben. Weil das Ganze braucht Zeit. Es geht darum, Lust zu haben, seine Blockaden zu lösen, dein Mindset zu ändern, ja, sich zu verkaufen, um entsprechend eben in diesen Reichtum zu kommen. Weil wenn du nicht zeigst, wenn niemand Bescheid weiß davon, was du eigentlich drauf hast, was du eigentlich machst, dann wird auch nichts passieren. Und dann sind wir wieder bei dem Mehrwert von der ersten Frage. Dann wirst du irgendwann sterben, weil du nicht wachsen wirst. Denn das Gegenteil von Wachstum ist der Tod. Also sei mir bewusst, dass es darum geht, im Leben zu wachsen und über sich hinaus zu wachsen und entsprechend auch zu agieren im Zusammenhang mit dem, was du eigentlich bist. Wie kommst du jetzt da nochmal raus aus diesem ganzen Schlamassel, aus diesem Wirrwarr deiner Gedanken, dieser Fragen? Ich hatte damit immense Probleme, weil ich als Arbeitsloser, als emotionelles Wrack eigentlich gar keine Energie hatte, gar keine Kraft und keine, auch die Vorstellungskraft nicht, dass ich mal von meinem Coaching leben kann, dass ich von meiner Hilfestellung leben kann. Darum ist es wirklich immens wichtig, dass du erstens dein Mindset trainierst. Das heißt, deine Gedanken, die du den meisten Tag in dir trägst, die werden dich auch irgendwann mal in deine Realität versetzen. Sprich, was du heute denkst, kann deine Zukunft enorm beeinflussen. Also sei dir bewusst, was du tagsüber denkst. Ich nenne es so schön die Tagesinventur. Sei dir mal wirklich bewusst, so auf die Stundenbasis. Das gebe ich auch meinen Kunden weiter, dass sie sich bewusst sind, dass was du genau pro Stunde machst. Und diese Aktionen kannst du dann wieder runterbrechen auf deine Gedanken. Was ist der Gedanke, was ist die Idee, die diese Aktion provoziert hat? Und zum Thema Ideen, verlass dich wieder auf dein Herz. Sei dir bewusst, was ist eigentlich deine Vision? Vorausgesetzt, dass du wirklich in dein Bewusstsein kommst, ist, dass du deinen Träumen wieder eine Chance gibst. Wenn du deinen Träumen eine Chance gibst, was passiert dann, ist, dass du deiner Intuition wieder traust, dass du deinen Impulsen folgst, weil du dich so sehr mit deinen Träumen, mit deinen Zielen beschäftigst, dass es irgendwann mal ganz automatisch wird und natürlich, dich ja, auf diesen Weg einzulassen. Und dann kriegst du diese Intuitionen, diese Impulse oder auch Seelenbotschaften, wie ich es nenne, die dir dann den Weg zeigen und dir sagen, genau das, auf das Angebot gehe ich jetzt ein, die Person XY, die spricht mich an, mit der möchte ich zusammenarbeiten, um die bemühe ich mich. Sei dir dessen bewusst, dass es darum geht, wirklich deine Visionen hundertprozentig zu verstehen. Der springende Punkt ist, dass du einen Strategieplan hast, dass du weißt, wie kommst du zu deinen Zielen. Es ist schön, dass du deine Ziele weißt und manifestierst, aber wie schon gesagt, es geht darum, dass du auch in Aktion kommst und die Aktion entsprechend so aufbaust, dass sie auch zielführend ist. Also sprich, ob du Online-Geld verdienen willst, ob du dich verkaufen willst, auch offline oder ob du online in diversen Netzwerken oder auch auf Plattformen wie eBay oder Amazon unterwegs bist. Es geht darum zu wissen, wie du dich verkaufst, wie du deine Produkte, deine Dienstleistungen an den Mann bringst. Und letztlich geht es auch darum, dass du zeigst, was für einen Mehrwert du bringst. Denn wenn du Mehrwert bringst, wenn du Mehrwert schaffst, das Ganze transformiert sich dann auch oder zeigt sich dann auch in deinem Geldwert, dem Geldwert, der zu dir zurückfließt. Denn je mehr Wert, je mehr Energie du reinsteckst, desto mehr bekommst du zurück. Also das ist eine keine äquivalente Gleichung, sondern das, was du reinsteckst, kriegst du immer vermehrt zurück. Also es ist ein exponentielles Wachstum möglich, was viele nicht für realistisch halten, besonders in den aktuellen Zeiten, aber es ist möglich. Nochmal zusammengefasst, es geht darum, dir die richtigen Fragen zu stellen, zu verstehen, bist du die Person, bist du der Mensch, bist du die Energie, die auch würdig ist, das verdient hat, was du haben willst. Und zweitens ist es wirklich mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung in deine Tätigkeiten zu gehen und dir zu sagen, ich habe eine genaue Vorstellung, ich habe einen Plan, wie die Dinge ablaufen, dass mir auch Freude macht, dass mir Spaß bringt. Und was mich in meiner Person bestätigt, meine Visionen ja eine Chance gibt und die Intuitionen zulässt, die auf dem Weg passieren. Aber der Weg ist nicht gerade, es gibt immer wieder Umwege, aber trotzdem geht es darum, deinem Herzen zu folgen und das zu tun, was sich für dich richtig anfühlt.
Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das hat dir geholfen, mehr Bewusstsein zu bekommen, was du eigentlich willst, wer du bist und was deine Superkräfte sind und wie du sie ja, entwickeln kannst und wie sie auch du mit anderen Menschen teilen kannst, weil darum geht's. Es geht darum, das, was du verstanden hast, zu teilen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann setz gerne ein Like drunter, abonniere meinen Kanal und falls du Fragen hast oder Anmerkungen, Anregungen, schreib sie gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen über jede Rückmeldung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Dein Martin. Ciao.